bin Stuckateurmeister, bin in der Firma tätig als Bauleiter. Und darüber hinaus habe ich halt die Ehre, mich mit den Auszubildenden im Stuckhandwerk vergnügen zu dürfen. Als Stuckateur ist man sehr viel in der Restaurierung unterwegs, in der Instandsetzung von alten Fassaden, alten Gebäuden, im Denkmalschutz auch und auch in der Neuherstellung. Je nach Vorgaben, Belangen, Wünschen des Bauherrn, Architekten setzen wir sozusagen das um. Wir bauen Rabitzdecken, sind mit diversen Materialien in Berührung, mit Kalkmörtel, Gipsmörtel, Zementmörtel, mit Lehmputzen, mit im Wärmedämmverbundsystem unterwegs. Wir bauen Schablonen, wir bauen Formen, wir sind im Steinputz unterwegs. Also der Beruf ist so vielseitig, ich glaube, ich könnte noch 3, 4, 5 Minuten erzählen. Grundsätzlich wollte ich den Beruf erlernen. Das rührte her, ich war schon immer begeistert, wenn mein Vater irgendwas geschaffen hat. Wenn er gewerkelt hat, mein Papa war auch Trockenbauer bei der Firma Rogge. Und ich bin sozusagen in seine Fußstapfen getreten, halt nicht im Trockenbauhandwerk, aber im Stuckhandwerk, weil mein Papa mir halt gesagt hat, nach der 10. Klasse wusste ich nicht so richtig, wo meine Reise hingehen soll. Ich wollte gern was Handwerkliches machen, aber hatte halt auch so ein bisschen meine Bedenken über die körperliche Arbeit hinweg, ob man das sozusagen das ganze Leben lang machen will. Und einfach auch die Fortbildungsmöglichkeiten, die man halt hat. Meistertitel im Stuckhandwerk kann man sozusagen auch erreichen. Man kann sich fortbilden als Restaurator im Stuckhandwerk und man kann zum Beispiel auch einen Polier im Hochbau machen, der einem auch sehr weiterhilft. Und dann hat man halt sozusagen die Möglichkeit, vom eigentlichen Gerüst ins Büro zu wechseln, beziehungsweise man kann sich auch unter Umständen selbstständig machen, je nach Belangen. Und also ich würde jedem die Arbeit empfehlen. Die Arbeit ist, wenn wir durch Berlin fahren, Gott sei Dank sind ja viele Objekte unter Denkmalschutz, sodass unsere Arbeit auch nicht verschwinden wird. Und es ist ein hoher Bedarf an Handwerkern, grundsätzlich nicht nur im Beruf des Stuckhandwerks, aber halt bei uns kann ich auch sozusagen garantieren, dass wir einen hohen Anteil an Auszubildenden, die erfolgreich ihre Ausbildung bei uns absolvieren, die Möglichkeit haben, beziehungsweise die Möglichkeit bekommen, bei uns sich als Facharbeiter, Spezialfacharbeiter in unserem Team, in unserer Familie sozusagen zu integrieren. Und da ist auch in der Zukunft sind da sehr, sehr gute Perspektiven. Ja, worauf achtet man? Grundsätzlich ist der erste Eindruck für mich auch oft viel aussagend. Schulische Leistungen, es ist schön, wenn man ein MSA hat und darüber hinaus Abitur, ist alles möglich. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und man sollte als Stuckateur auch kreativ sein. Bewerben könnt ihr euch ganz normal auf postalischem Weg in schriftlicher Form. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, per E-Mail über bewerbung@k-rogge.de sich zu bewerben. Ganz normal in PDF, als PDF-Datei die Unterlagen übersenden. Und ja, weiter steht dem eigentlich nichts im Wege.